Heute für euch die dunkle und verdrehte Geschichte der Horcruxe in Harry Potter. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit der dunklen Seite der Zaubererwelt befassen. Wir tauchen tief in das Thema Horcruxe ein und sprechen über eine historische Figur, die ein Horcrux lange vor Lord Voldemort erschaffen hat. Laut J.K. Rowling wurde einmal enthüllt, dass im Laufe der Geschichte viele Hexen und Zauberer versucht haben, einen Horcrux zu erschaffen, obwohl es in den Lehrbüchern über das Böse kaum Anleitungen dazu gab. Sie sagte folgendes: Zauberer haben jahrelang nach Möglichkeiten gesucht, genau das zu tun, was Voldemort getan hat. Und einige der Wege, die sie versucht hätten, hätten sie umgebracht. Ich denke, es wäre naiv, nicht zu glauben, dass die Leute es schon lange versucht haben und dachten, sie hätten es geschafft, aber es gelang ihnen nicht und sie verstümmelten sich selber und brachten sich bei dem Versuch um. Es ist so gefährlich, so etwas zu tun. Dieses Zitat lässt vermuten, dass es möglicherweise einen Zauberer gab, der einen Horcrux vor allen anderen Zauberern hergestellt hat, ohne es in die Geschichtsbücher zu schaffen. Wenn es bei der Herstellung eines Horcruxes um Selbsterhaltung geht, warum sollte man dann damit prahlen und alle darauf aufmerksam machen? Ich habe eine sehr gute Vermutung, wer dieser Zauberer sein könnte, der ursprünglich Horcrux erschaffen hat. Doch zuerst wollen wir uns die anderen Zauberer im Harry Potter Kanon ansehen, die Horcruxe erschaffen haben sollen, und klären, was genau ein Horcrux ist. Ein Horcrux ist ein dunkler Gegenstand, in dem eine böse Hexe oder ein böser Zauberer einen Teil ihrer Seele versteckt hat. Der ultimative Zweck der Erschaffung eines Horcruxes ist es, Unsterblichkeit zu erlangen. J.K. Rowling, die den Begriff prägte, definierte ihn wie folgt: Ein durch dunkle Magie hergestelltes Gefäß, in dem ein dunkler Zauberer absichtlich ein Fragment seiner Seele versteckt hat, um Unsterblichkeit zu erlangen. Nach dem Harry Potter Kanon ist Herpo der Üble der erste Zauberer, der nachweislich einen Horcrux erschaffen hat. Herpo war ein alter, dunkler Zauberer aus Griechenland, der viele Ähnlichkeiten mit Salazar Slytherin hatte. Er war ein Paselmund und erschuf den ersten Basilisken, was darauf hindeuten könnte, dass Slytherin vielleicht ein Nachkomme von Herpo dem Üblen war. Es ist unbekannt, wann genau Herpo lebte, aber es muss sehr lange her sein, da er als einer der frühesten bekannten dunklen Zauberer gilt. Obwohl Herpo zugeschrieben wird, den ersten Horcrux erschaffen zu haben, wissen wir erstaunlich wenig darüber. Wir wissen nicht, wann er ihn erschaffen hat, was er war und wann und wie er zerstört wurde. Nach allem, was wir wissen, könnte Herpos Horcrux immer noch existieren. Der nächste bekannte Horcrux-Schöpfer kam viele Jahrhunderte später, ein kleiner Junge namens Tom Riddle, der später als Lord Voldemort bekannt wurde. Ich wage zu behaupten, dass Voldemort die Person ist, die am häufigsten mit Horcruxen in Verbindung gebracht wird, nicht Herpo der Üble, obwohl Herpo der Erste war, der einen erschaffen hat. Das liegt daran, dass Voldemort, dessen Hauptziel im Leben darin bestand, Unsterblichkeit zu erlangen, letztendlich 7 Horcruxe erschuf. Einen Ring, ein Tagebuch, ein Becher, ein Medaillon, ein Diadem, eine Schlange und ein Jungen. Aber wenn weder Herpo noch Voldemort der Erste war, wer ist dann dieser geheimnisvolle Zauberer, der meines Erachtens als erstes einen Horcrux erschaffen hat und als erstes dafür angesehen sein sollte? Wenn du dich in der Folklore, insbesondere in der russischen, nicht auskennst, dann kennst du das Konzept des Seelenbehälters oder Seelensplitters vielleicht nur aus den Harry Potter Büchern. Aber zufälligerweise ist dies kein neues Konzept, sondern wurde bereits vor vielen Jahrhunderten in Volksmärchen eingeführt. Es ist kein Geheimnis, dass J.K. Rowling sich bei ihren Geschichten von verschiedenen Quellen aus aller Welt inspirieren lässt. Es gibt griechische Einflüsse, römische Einflüsse, Einflüsse aus der historischen Literatur und viele andere, die sich in der Harry Potter Geschichte widerspiegeln. Rowling würdigt diese Inspirationsquellen natürlich gebührend. Auf die Frage nach dem Ursprung der Horcruxe antwortete J.K. Rowling jedoch, dass nichts Bestimmtes zu diesem Konzept inspiriert haben soll. Könnte das der Fall gewesen sein? Klar könnte das so sein. Aber? Naja, aber kommt dir das Stück russischer Folklore, das ich dir gleich erzählen werde, bekannt vor? Urteile mal selbst darüber und lass es mich mal in den Kommentaren wissen. Das erste Volksmärchen, in dem ein Horcrux-ähnliches Objekt vorkommt, heißt Zarewitsch Petr und der Zauberer. In dieser Geschichte versuchen 3 Söhne des Zaren, die Frau des Zaren, Bel Belanin zu retten, die von einem dunklen Zauberer namens Koschei entführt wurde. Koschei, der auch den Beinamen der Unsterbliche trägt, was eine verblüffende Ähnlichkeit mit Voldemort hat,
Voldemort bedeutet auf Französisch Flucht vor dem Tod, ist ein archetypischer männlicher Antagonist, der in der slawischen Märchengeschichte schon vor dem 18. Jahrhundert auftaucht. In diesem Märchen scheitern zwei der Söhne des Zaren bei ihren Versuchen, die Zarita zu retten, aber der dritte Sohn, Peter, entdeckt das Geheimnis der Unsterblichkeit von Koschei. Ähnlich wie Voldemort hat Koschei einen dunklen Zauberer entdeckt, der es ihm ermöglicht, seine Seele vom Körper zu trennen und in verschachtelten Objekten zu verstecken, um sie zu schützen. Die Geschichte von Koschei unterstützt die Idee in Harry Potter, dass die Seele der wichtigste Teil unserer Lebenskraft ist und dass der physische Körper nur ein Behälter, ein Gefäß ist. Um zu verhindern, dass er getötet wird, versteckt Koschei seine Seele in verschachtelten Objekten. Wie bei einer russischen Matroschka-Puppe gibt es in der Geschichte von Koschei Schicht um Schicht zu entdecken. Jede Ebene bietet einen weiteren Schutz. Koscheis Seele ist in einem Ei verborgen, das sich in einer Ente befindet, die in einem Hasen steckt, der in einem hohlen Baumstamm nistet, der auf einem Teich schwimmt, der sich in einem Wald auf der Insel Bojan befindet. In einigen Versionen ist Koscheis Seele in einer Nadel verborgen, die wiederum in einem Ei in einer Ente steckt und die Ente fliegt weg, wenn jemand versucht, sie zu fangen. In der Geschichte von Peter und Koschei gelingt es Peter schließlich, das Ei zu finden und Koschei zu vernichten. Einige spekulieren, dass die Figur von Koschei von einem polowetzischen Führer des 12. Jahrhunderts, Khan Kontschak, inspiriert sein könnte. Koscheis Beiname der Unsterbliche könnte auf Kontschaks bemerkenswerte Langlebigkeit hinweisen, da Kontschak für seine Zeit ein ungewöhnlich langes Leben führte, angeblich über 100 Jahre, was damals mehrere Generationen überdauert hätte. Obwohl sich Koscheis Methode der Seelenverbergung von der in Harry Potter unterscheidet, sind die Parallelen zwischen Koschei und Voldemort nicht zu übersehen. Ich glaube, dass Koschei zumindest unbewusst, wenn nicht bewusst, J.K. Rowlings Konzept des Horcruxes inspiriert hat. Beide Männer schufen quasi mehrere Horcruxe, indem sie Seelenfragmente in verschiedenen Gegenständen verbargen und diese Gegenstände waren äußerst schwer zu finden. Da Koschei lange vorher vor dem Üblen oder Voldemort existierte, ist es durchaus möglich, dass er sogar im Harry Potter-Universum als der erste Horcrux-Schöpfer gilt. Nach allem, was wir wissen, könnte Koschei mit den Gründern der russischen magischen Schule Kolstvorets in Verbindung stehen. Aber es ist nicht klar, ob er überhaupt in diesem Universum aufkommt und ob J.K. Rowling einfach nur, bevor sie Harry Potter geschrieben hat, auf diese Geschichte gestoßen ist. Aber was denkt ihr darüber? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.